Kuckuck. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück im Sumpflager. Voller Orks und Suchende. Jo, bei der Gothic 2 Nostalgic Edition. Wir sind zu... Siebt. Wir sind zu siebt unterwegs. So, wir müssen jetzt hier diesen Suchenden da holen. Ohne dass unsere Bande jetzt an den Stegen hier festklemmt. Jo. Will er mich anquaken? Nee. Komm, ihr müsst schon runterkommen da. Ja, das wird nichts von da oben. Von da unten. Wir wollen jetzt an den da oben ran unbedingt. So, wir speichern. Gespeichert hatten wir ganz dick und groß. So, wir nehmen erstmal groß hier Abstand. Wir machen erstmal einen taktischen Rückzug. Der rennt jetzt echt und hoch, oder was? Kommt mal mit hier. Das bringt so nichts. So. Ich glaube, ich werde... Ein Mist viel weniger. Jo. Wir müssen ja erstmal taktisch Rückzug machen. Ein Mist viel weniger. Jo. Weil das Blöde ist da oben. So, Velaya. Was hat die denn gerade für den Saldo gemacht? Habt ihr das gesehen? So ein Purzelbaum. War das gerade ein Grafikfehler oder hat sie gerade ihr Purzelbaum geschlagen? Velaya, die überrascht mich immer wieder. So, kein Wunder, dass ich deinen Namen kriege, ich manchmal so ein bisschen mit Lara verwechsel. So, das macht schon irgendwo Sinn, wenn ich das so sehe. So, das ist richtig bescheuert, dass die da oben stehen. Wie kommen wir denn hier hoch? Ich weiß, wie wir hier hochkommen ohne eine Leiter. Das Blöde ist bloß, wenn uns jetzt Gegner entgegenkommen und unsere Bande da irgendwo wieder runterfällt. Da wir dann nur einen Weg hätten. Einen hätten. Da wir nur einen Weg hier hoch hätten jetzt. Also das wird ziemlich eng jetzt. Wir müssen entweder da hoch oder sehen, dass die runterkommen. So, kommt mal mit hier. So, dann holen wir uns erstmal die, ne, von mir aus. Ich würde sagen, jetzt im Vordrängeln ist nicht, aber... Das ging Richtung Kralle gerade, oder? Ja. Wir holen uns erstmal die hier unten rumflitzen. So. Ja, da! Komm her! Du Sackgesicht! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern! Ein Mist viel weniger! Ja, ein Mist viel weniger! So, wie viel haben wir jetzt noch hier, ohne jetzt hier hochzuklettern? Leiter, Manager. Ja. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Na. Ja, wer ist jetzt stärker? Wer schießt jetzt stärker? Velaya? Ey, Quatsch. Naja, Shani. Das Blöde ist, Shani steht zu weit vorne. Die kommt nicht ran. Hora! Hey! Hey! Wo bist du hin? Dora! Bleib stehen! Ich krieg dich noch! Hey! Hallo? Ist das jetzt euer Ernst? Nee, das wird nichts. Nee. Das ist eine blöde Kuh, hä? So. Und dieser Typ da oben, der geht mir gerade gehörig auf die Nüsse. Das ist das mit dem Sumpflager hier, das Blöde. Also ich sag's ja. So. Wir gucken erstmal die restlichen Ecken um. Weil das mit den Stegen da oben, das könnte jetzt ein Problem werden. Da
Der einzige Weg zu den Stegen da hoch ist dort, wo wir gerade hochgehen wollten, wo sich die beiden Orks davor gedrängelt haben. So, was ist in der Richtung hier? Hier sind wir ja mal lang gegangen, reingekommen. So. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, da kommt sogar brav runter. Ein Mist, viel weniger. Das ist ja jetzt runtergestürzt. Ich glaube, der ist runtergestürzt, oder? Der ist runtergestürzt. So. Das ist ja braun auf die Flöten gegangen jetzt. Ja. Wir nehmen kurz mal Abstand hier. Warte mal. Kommt mal her. Also, seid ihr alle da? Irgendjemand fehlt doch hier schon wieder, oder? Velaya. Nee, das ist Vierter. Ja, die Velaya, das ist wirklich so ein kleines Problemkind hier. Die Velaya gerade. Die rennt ja manchmal so vor. Das ist nicht gut. So, kommt mal runter da. Ohne zu schießen, ja bitte. Da ist er. Komm runter da. Komm runter. Du willst dich gerade suchen da oben, oder? Zumindest haben sie das vor. Aber ich glaube gerade, dass das läuft gerade irgendwie schief da oben, oder? Wir rennen mal weg und lassen die mal wieder zu uns spawnen, alle hier. So, wenn die mal alle herkommen würden. So. Er fehlt natürlich wieder. Ja klar. Warte, wir gehen erstmal auf den Tempelvorplatz. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Da ist sie ja. Das ist. Ja, jetzt kommt die andere Bande hier an der Kante nicht lang. Oh. Das ist ja Begleiter in Gothic 1 und 1, 2, 3. Wirklich. Velaya, auch komm. Das sieht ja ernst, oder? Komm her hier. Du Ausgeburt des Teufels. Seid ihr jetzt endlich da? 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Hier, da muss versteckt sein. Diese blöden Stege da oben, dass die dort auch draufstehen. Ich hätte ja mal gesagt, wir gehen mal den Weg hier hinten lang. Setzt natürlich voraus, dass die Bande ja komplett mitkommt. Und hier eben nicht jetzt runtersackt hier. Guck mal hier, das ist nämlich so eine. Ich hänge ja selber fest hier. Ich bin der Guru des Sumpfes. Er fällt jetzt? Irgendjemand fehlt doch. Nee, doch nicht. So, kommt ihr jetzt anständig mit über den Steg hier oder wollt ihr wieder hier runterspringen? Nein, ich will an den vorbei. Aber wir müssen das mal wieder sammeln hier irgendwo. So, noch habe ich keine Info erhalten, dass hier irgendjemand. Matt. Der Schattenläufer ist da. Die anderen sind hier unten. Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Kralle ist jetzt ziemlich angeschlagen. Zwei fehlen noch. Wir speichern das tatsächlich mal auf dem hier zwischen. So. Weil irgendjemand hat gerade schon wieder die Waffe gezogen. Ich glaube, irgendjemand will da gerade schon wieder eigenmächtig handeln. Velaya nicht. Es fehlt noch Fred. Der Fred, der war ja unten mit. Ein Mistvieh weniger. Fred, alle sind da. Guck mal hier. Kannst du mal aufhören, bitte die Hütte zu begatten. Danke.
Ja. Aber was wartest du denn schon wieder hier, ey? So. Jetzt sind erstmal soweit alle da, aber Shani hat gerade wieder hier irgendwo ein Haschmich. So. Shani, was los mit dir hier? Weg die Waffe weg. Weg die Waffe weg. Ein Keim misst viel weniger. Jo. Es ist nicht so, dass Frauen hier unbedingt Schläge brauchen, wenn sie nicht hören. Versteht das jetzt nicht falsch, aber das hat zumindest gerade so den Eindruck gemacht. So. Zumindest eben jetzt. Egal. So. Ich hab hier. Jo. Wie stehen wir leveltechnisch eigentlich da, also erfahrungstechnisch? Wir werden hier, wie gesagt, wir werden hinter dem Orkzaun jetzt hier. Wir werden hier hinter dem Orkzaun alles auseinandernehmen, was wir auseinandernehmen können. Auch die Bande, an der wir das eine Mal auf dem Weg hier runter zum Sumpflager vorbeigerannt sind. Die holen wir uns natürlich auch noch. So, aber jetzt ist erstmal, wie gesagt, Sumpflager hier dran. So, jetzt sind wir eigentlich wieder rum hier um den Kreis, oder? Hä? Na komm. Oh, jawoll! Wieder eins von diesen Drecksviechern. Wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. Jo. Alle da? Jo. Ach ja, lass mal hier. Wo rennt die denn schon wieder hin? Die können schön runterkommen, ja? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. Ey, meine Erfahrung. Scheiße. Die sind so verzweifelt, die Orks. Die begehen ja schon Selbstmord. Alle da? 1, 2, 3, 4? Wo ist Tora? Alter. Jetzt hockt die da oben. Wie ist denn die jetzt? Oh, so hochgekommen. Komm runter hier. Jetzt springt die runter und krepiert hier, ey. Aber ich denke mal, die sollte genug Power haben, um eben nicht zu krepieren. Ja. Hä? Jo. Genauso habe ich mir das gedacht. Das wird doch nichts alleine. Also bevor ich oben bin, ist sie tot. Okay. Genau so. Ich glaube, das war mehr als nur einer. Ich glaube, das waren mindestens zwei. Wir müssen erstmal hier Abstand gewinnen, dass Tora da wieder zu uns spawnt hier. Ja, aber sie hat ganz offensichtlich mindestens einen platt gemacht oben. Hier oben drüber ist auf jeden Fall was. So, seid ihr jetzt alle hier unten? So, ja. Hervorragend. So, alle da? Kralle, wie steht's um dich? Brauchst jetzt nichts zu essen. So. Gehen wir noch in den Sumpf selber? Weil haben wir hier draußen. Kommen die jetzt hier mit? Ach, hier kommt wieder keine Sau mit hier, ey. Wir müssen wieder hier vor. Da waren ja noch. Ich würde sagen, die auf dem Steg da oben. Mal gucken, was wir mit denen machen. Wir gehen erstmal in den Sumpf selber. Mal gucken, was hier drüben noch zu holen ist. Ich meine, die paar Leute da oben auf dem Steg. Am Ende wartet tatsächlich irgendwo auf den Stegen da oben jemand. Das würde ich dann mal, ich würde dann bei Gelegenheit mal abspeichern und versuchen wollen, mir die Hütten mal anzugucken, ob da jemand ist, mit dem wir vielleicht sogar reden können. Ein Mist viel weniger. Die paar Blutfliegen. Mist viel weniger. Ja. Die paar Blutfliegen sollten ja nicht unbedingt das Problem sein. Ja, dieses Rückwärtsgespringe von dem Vieh macht mir gerade tierisch hier, geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Ja. Ich glaube hier im Sumpf, der Sumpf ist ja jetzt, sollte ja eigentlich einfach sein.
ist sie weniger. Das Blöde ist bloß für unsere Bande hier mit dem Wasser, dass die halt so in diesem seichten Wasser hier stecken bleiben könnten. Ja. Habt ihr immer noch Spread? Ich glaube, die Bande, die rennt jetzt zu den Sumpfhaien. Jemand da? Novizenponcho, Novizenponcho. Was ist denn ein Novizenponcho? Das ist ein Novizenrock oder was? Ich habe das Gefühl, einer von uns ist schon mal verreckt gleich. Ein Mist viel weniger. Falsch gedacht. Alle noch da? Fünf? Da kommt Dings. Fred, Tora, Matt, Velaya, Shani. Alle da. Hervorragend. Besser geht's nicht. Ja, Sumpfhai. Wir wollen Ulumulu haben. Können wir nicht ausrollen. Macht er nicht. Nö. Ja. Weiß nicht, wie viele Sumpfhai hier noch rumeiern. So, wir gehen mal von Insel zu Insel ab hier. Ja, das sind momentan noch Netzelfolgen hier, also kannst du ändern. Das ist nun mal so, das ist. Da kommt noch so ein Fall. Ein Mist viel weniger. Ein Mist. So eine Guru-Tante hier, das ist natürlich super. Er hat sogar die Guru-Robe von Iberion sich hier übergeworfen. Fehlt jetzt mal wieder jemand? Ich sehe fünf Köpfe. Aus Kralle hier rausragen. So, kommt mal rüber hier. Wurde hier bei Nostalgie mit dem Ding hier irgendwas gemacht? Das war ja in Gothic 1 auch relativ nutzlos. Das Ding hier. Keine Ahnung. So, was? Daunenlobel hier. Danke. Ach, guck mal hier. Das wird mir gerade ein bisschen zu fett hier. Wir müssen erstmal unsere Bande wieder sammeln hier irgendwo. Weil der Kralle ist ziemlich angeschlagen, oder? Jetzt hängen die alle an der Blutfliege da drüben und lassen mich hier im Stich. So, wichtig ist natürlich, dass hier wenigstens auch alle da sind. Ja. Seid ihr alle fünf da hier? Seid ihr alle am Leben? 1, 2, 3, 4? Wo ist der fünfte? Mir fällt doch noch jemand. Matt. Hier. Mit deiner grünen Rüstung auf dem grünen Untergrund, da fällt er so relativ wenig auf hier. Komm her hier. Ein Mist viel weniger. Jo, ein Mist viel weniger. Da gab es hier drüben jetzt noch was. Da in die Richtung da oben. Aber wir hören noch Sumpfeier. Jetzt haben wir jetzt wieder eine Fackel hier irgendwo aufgesammelt. Da drüben ist noch ein Sumpfeier, der will noch. Den wollen wir uns noch holen. Wie viel? Schaffen wir noch eine Stufe hier? Hier im Sumpf. Ja, natürlich klasse. Oh.
Wichtig ist, dass wir hier alle stehen können im Wasser. Und, da hier nicht anfangen zu schwimmen oder so. Alle da? Hervorragend. Also es klappt echt besser hier im Sumpf mit der Bande, als ich die gedacht habe. Echt, ich sag's immer wieder. Gerade bei den Orks. Ja. Wie gesagt, die Stege da oben. Wir müssen echt die Stege abgeben. Das werde ich dann auch tun. Der Sumpf ist schon ein bisschen leid tun, also ein bisschen Mitleid habe ich schon mit ihm. Ja. Seid jetzt alle da? Alle fünf? Ja. Ich glaube, der Kralle, der erleichtert sich gerade in dem Wasser. Habe ich irgendwie so den Eindruck. So. Da drüben ist noch was. Na komm her. Aber wie das geht hier, zack, zack, zack und schon, ja, 1500, wo ist Kralle? Der hockt immer noch da drüben. Aber hier gehen wir mal so durch. Da sind wir eigentlich fast schon rum hier, oder? Ein Mist viel weniger. Und ist schon wieder die Hütte. Ich glaube, wir haben den rum. Ich glaube, damit hätten wir den Sumpf eigentlich einmal erfolgreich umkreist. Belaya, schieb deinen Arsch hierher. So. So, durchs Wasser nehmen wir natürlich auch mal den Dings hier. Ich glaube, hier hinten waren wir schon, oder? Vorhin. Ne, beim letzten Mal waren wir hier, in der letzten Folge. Da sind wir von hier schon gekommen und haben gesagt, wir gehen das mal weiter die Orks machen. So. Ein Mist viel weniger. So, da gehen wir den Steg, gehen wir jetzt gleich noch mal da rein. Ich weiß nicht, wo Kralle gerade schon wieder rumeiert. Na, ja, der kommt schon. So. Da. Weiß ich doch. Jo. Gut. Mein Anliegen ist es ja, den Sumpf heute hier, das Sumpflager komplett zu verlassen wieder. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier einen Weg da hoch finden. Ich wusste doch, dass mir was gefehlt hat, dieses komische Gerüchel von dem Sumpfhai hier. Wir müssen im Übrigen auch nochmal in jede Hütte mal hier kurz reinlunschen. So. Ob hier vielleicht irgendjemand sitzt, aber ich denke mal, würde hier jemand sitzen, dann wären die schon lange rausgekommen hier. Beziehungsweise getötet wurden von den Orks. Man kann das nicht einfach mal einfach gehen, dass man hier einfach mal durch die Tür lunchen kann. Das schnappt das Bild natürlich wieder komplett hier weg. So, hier sind nur. Nee. So, Korkalum. Zu Korkalums Hütte wollen wir jetzt hoch. No, dieser Weg hier. Das wäre jetzt der Weg, den wir gehen könnten, ohne eine Leiter zu benutzen. Die Frage ist natürlich nach wie vor, ob die hier gleich irgendwo runter segeln. Ja, meine Bande segelt. Ja, ich selber segel ja sogar runter. Das ist wieder diese blöde Kante, die mir schon bei Little Hero hier zum Verhängnis geworden ist. So, jetzt kommt mal her hier. No, hier fehlt doch schon wieder einer. Wer denn? Wer fehlt denn hier? Tora? Wo ist die blöde Kuh? Muss ja wohl spinnen, ja, ey. Denkt wohl auch, die kann ja machen, was sie will. So. Ja, die zappelt nämlich gerade. Das ist diese scheiß Kante. Das Blöde ist, wenn ich jetzt an der Kante da hängen bleibe. An der Teppichkante. Hier an dieser blöden Kante. Ja, das ist wie eine Wand hier, das Ding.
Kommen die jetzt wenigstens hier rüber? Warte, warte. Weniger. Oh. Hä? Was war das jetzt? Shani? War Shani jetzt tot? Shani? Nee. Velaya? Wo ist Velaya? Irgendjemand ist halt durchgekraxelt. War das Velaya? Die fehlt auch schon wieder hier. Da oben. Nein. Wir speichern das mal noch. Lebt sie hier? Wir speichern das mal zwischen und zwar hier. So. Ich will trotzdem hier ein Krokalums Labor. Wir gehen nochmal den Weg hier hoch. So, ich will gucken, ob irgendwas in Krokalums Hütte ist, was wir brauchen. Was uns auch unser Interesse wecken könnte. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, Dietriche haben wir keine mehr. So, bloß ein paar Tränke. Pyrokinese. Ansonsten nicht wirklich. So. Lohnt sich das jetzt noch großartig über die Stege hier zu gehen? Nicht wirklich. Ja, jetzt sehe ich nur das Dach hier, na klar. Ja, wir gehen mal hier den normalen Weg wieder runter, wie wir gerade gekommen sind. So, da ist Velaya. So, wir gehen jetzt auf den Tempelvorplatz und versuchen uns da zu sammeln. Und dann werden wir hier abrücken. Und falls wir jetzt wirklich irgendwas vergessen haben, vergessen sollten haben, ja, das ist eine Grammatik. Dann müssen wir nur was nochmal herdackeln. Diese verfickten Fackeln hier. So, kommt mal her jetzt hier. So, ich sehe alle 5, alle 6 da. Hervorragend, super. Da haben wir das Sumpflager natürlich zu meiner vollsten Zufriedenheit hier komplett auseinandergenommen. So, Blackleiter haben wir jetzt Shani. Warte mal. Ja, dass wir die hier nicht. Oh, nö! Ah, jetzt. Ich brauche nicht mit temporärer Stand Taktikeinstellung. Heile mich. Das sehe ich ja jetzt erst. Ups. Ja. Na gut, umso besser. So, dann werden wir jetzt Richtung hoch hier. Wir könnten natürlich ja raus auf dem Meer rumschwimmen zum Strand. Aber da kommen wir dann von oben ran. Also mache ich mir jetzt nicht unbedingt Sorgen, dass wir da nicht hinkommen. Mhm. So, dann werden wir als nächstes. Da lag noch eine Rohrwaffe. Wir sollten umdrehen und die mitnehmen. So. Ist meine Stufe wieder gestiegen? Nee, wir stehen kurz davor. Schaffen wir das noch? Da wäre höchstens oben die Orkbande, wo wir das letzte Mal vorbeigerannt sind. Auf dem Weg hier runter. Ja, irgendjemand ist jetzt schon wieder ins Wasser gesprungen. Wer war denn das schon wieder? Ich nominiere Velaya. Velaya, Tora, alles in Ordnung bei dir? So, da können wir das Sumpflager hier verlassen, umso besser. So, ich weiß nicht, ob wir auch noch Richtung Orkfriedhof kommen. So, über die Brücke da. Oder vielleicht sogar in den Orkfriedhof. Das ist ja auch so ein Ding für Mods hier von Gothic 2. Wenn das Gebiet hier hinter dem Orkzaun zugänglich gemacht wird,
durch die Mods, dann gibt es meistens auch einen Weg in den Hochfriedhof. Nicht immer, aber immer öfter. Jo. Ich glaube, die Stufe werden wir heute nicht mehr. Da müssten wir uns mit der ganzen Orkbande hier oben nochmal anlegen. Hier unten runter zu, das hatten wir, glaube ich, alles geholt. Das war bloß die Orkbande hier oben, oder? Und diese scheiß Feuerwarane da. Wollen wir uns den Feuerwaran stellen? Wir probieren das mal. Ja, kommt mal her. Feuerschaden. Ein Mistvieh weniger. Stufe gestiegen. Jetzt sind wir mindestens wie viele Stufen mehr, als wir das letzte Mal hier oben gegen die Bande angetreten sind? Tora, was ist mit dir? Hey! Hallo! Hey! Hey, Tora! Die hat wieder einen Hass mich hier. So, warte. Stufe 31. 110 Geschick. So. Kralle. Wo war das? Was? Charakterprofil. Stufe 31, Stärke 200, 810. Ja, wir müssen mal hier kurz wahrscheinlich Tora neu spawnen lassen. So, Fred. Ja. Tora. Können auch einen Klaps aus auf den Arsch geben, oder? Ja. Hey! Ein Mistvieh weniger. Hallo? Hat doch gesagt, ein Klaps auf dem Arsch. Mit der jetzt hier. Tora. Komm her. Ja. Jo. 660, genau. So, und Chani. Leider können wir hier temporäre Ausrüstung, Taktikeinstellung, keine Ahnung. Heile mich. Heile mich. Du bedarfst? Jo. Okay. Da würde ich sagen, haben wir jetzt mindestens 3 Folgen hier das Sumpflager hier oder 2,5 Folgen das Sumpflager jetzt auseinandergenommen komplett. Hier oben warten halt noch Orks auf uns. So, und als nächstes werden wir hier oben hinter dem Ork bauen. Ne, Quatsch, die Brücke ist ja da oben erst. Aber ist die hier zugänglich? Das sieht aus, als ob die noch da wäre von hier aus. Na egal. So, okay. Dann machen wir mit unserer Bande hier beim nächsten Mal weiter an der Stelle. So, speichern. Ja, 80. Genau. So. Gut. Sumpflager erfolgreich ausgeräuchert. Wir haben Shani dabei. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und noch frohe Rest Ostern. Damit, Dankeschön.